So, eine neue Folge Jung und Naiv und dich kenne ich irgendwie noch nicht. Wer bist du? Matthias Bröckers, Okay. Journalist, Autor. Aber kein Lautsprecher, ne? Ja, doch Lautsprecher, ich kann auch laut, Ja. ja, so, aber Du bist Journalist. Wo bist du Journalist? gehöre hier zur Gründergeneration der taz, seit quasi Anfang an, war hier 12 Jahre Kulturredakteur bis Anfang der 90er. Dann habe ich für die Zeit, für die Woche gearbeitet, für verschiedene Radiosender und habe auch angefangen, Bücher zu schreiben. Und Und jetzt sitzen wir hier auf der, ist das die Drogenplantage der Taz? nö, das ist die Dachterrasse. Hier ist nur Gras, also Rasen, ja, und ein paar schöne Blumen. Kann man den Und auch rauchen? man kann ja alles rauchen. Ob es was bringt, ist die Frage. Was würdest du empfehlen? Ja, ich empfehle erstmal gar nichts. Rauchen ist ungesund, ja, egal was, ja, schädigt die Atemorgane. Aber angenommen, die Leute nehmen das in Kauf, was würdest du empfehlen zu rauchen? Naja, Nikotin? Nikotin, also Tabak, ist auch ein schönes Pflänzlein, was seit Jahrtausenden genossen wird, auch angenehme Wirkungen hat, deshalb brauchen so viele Zigaretten und Tabak. Nikotin ist aber ein Suchtmittel und deshalb fällt es. Droge. Ja, eine Droge und auch eine, die sozusagen abhängig macht. Also Drogen gibt es ja ganz viele, aber nicht alle Drogen machen auch eine körperliche Abhängigkeit. Und Nikotin gehört eindeutig dazu und ist sogar eine, die besonders stark abhängig macht. Deshalb haben viele Raucher und ich muss gestehen, ich gehöre dazu. Ich rauche auch Tabak, habe schon ungefähr 200 Mal aufgehört, ist aber nie geschafft. Schade. Ja, schade. Viele sagen mir, ja, du musst so ein bisschen Willen entwickeln. Ja klar, dann entwickelt man mal ein bisschen Willen und der hält dann für 3 Monate. Und kaum hat man wieder 2, 3 Zigaretten geraucht, ist man wieder drauf. Und das ist so das Zeichen für ein Suchtmittel. Ist Alkohol auch ein Suchtmittel? Alkohol ist ohne Frage auch eins, ist sogar das, was jetzt hier in unserem Kulturkreis das Gefährlichste insofern ist, als wir also viele, viele, viele hunderttausend abhängige Alkoholiker haben und es auch ein Mittel ist, was den Körper, die Organe sehr stark schädigt. Also nicht nur seelisch sozusagen dann Suchtprobleme macht, sondern auch wirklich organisch und körperlich. Und das ist die Gefahr des Alkohols. So, jetzt Alkohol, Tabak, warum sind die dann legal, wenn die so gefährlich und so süchtig machend sind? Ja, ich bin ja grundsätzlich dafür, dass alle Drogen legal sind oder werden. Warum? Ich halte es für falsch und auch nicht für zielführend, bestimmte Substanzen zu verbieten, andere zu erlauben. Natürlich muss man Unterschiede machen. Ja? Also Kaffee ist auch eine Droge. Ach, meins. Ja, klar. Und Kaffee hat andere Auswirkungen, auch wenn man ihn massenhaft konsumiert, wie zum Beispiel Whisky. Ja? Und deshalb muss man Unterschiede machen. Aber dass bestimmte Substanzen verboten sind, dass wir also mit dem Strafrecht versuchen, den Konsum von Genussmitteln oder Drogen zu regulieren, das wissen wir seit 100 Jahren. Es gibt ungefähr diese Prohibition seit 100 Jahren, ein bisschen länger. Das wissen wir, funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Und wenn man mit Fachleuten redet, seien es Juristen, seien es Mediziner, seien es Soziologen, und sie danach fragt, dann sagen die auch in aller Regel, ja, also das Strafrecht funktioniert nicht. Sogar Ökonomen sagen das. Ökonomen sagen es auch, der Krieg gegen Drogen, den wir führen, der ist ja nur ein Krieg gegen bestimmte Drogen. Also sprich Heroin, Kokain, Cannabis, ja, das sind die Drogen, gegen die ein Krieg geführt wird, seit ihnen die Amerikaner ausgerufen Das haben. ist diese War on Drugs. Der War on Drugs, genau. Der War on Drugs führt dazu, das sehen wir aus aktuellen Nachrichten jetzt gerade wieder aus Mexiko und so weiter, dass dort schon ganze Regionen jenseits von Recht und Ordnung agieren und irgendwelche kriminellen Banden, Mafiosi, wer auch immer, da die Macht übernommen haben, weil das Drogengeschäft ein extrem einträgliches Geschäft ist. Habe ich gelernt bei Breaking Bad jetzt. Bei Breaking Bad zum Beispiel kann man auch anderswo lernen. Und wenn wir uns anschauen, wie die
was das eigentlich ist. Was ist Heroin, was ist Kokain? Das sind letztlich, Coca ist eine Agrarpflanze, Opium, Mohn ist eine Agrarpflanze. Es sind letztlich einfache Agrarprodukte. Das heißt, ich könnte Opium, Coca und Hanf, also Haschisch, auch im Garten anbauen? Ja, und das wird verboten, ist verboten. Das ist grundsätzlich verboten. Pflanzen anzubauen ist verboten. Natur anzubauen. Die Natur ist ein ganzes Stück verboten. Ja, und das ist schon mal, wenn man sozusagen mal über die Natur als Ganze nachdenkt. Die Natur ist illegal. Die Natur haben wir vor etwa 100 Jahren illegal gemacht, indem wir gesagt haben, das ist ein Kraut, das ist böse, das. Okay, nicht vor 100 Jahren. Ja. Wir kennen das ja schon aus der Bibel. Da gibt es bestimmte Bäume, den Baum der Erkenntnis, dessen Früchte man nicht nehmen soll. Habe ich nie gelesen. Ja, ich habe sie gelesen und mit modernem, rationalem, aufgeklärtem Denken eigentlich nicht vereinbar, dass wir Pflanzen verbieten. Ja. So, der Staat oder die Staaten sind hergegangen, das zu tun und haben den Hanf und den Mohn, also das Opium, verboten. Warum du hast gerade gesagt böse, warum war das böse? Na, die Pflanzen werden als böse oder als gefährlich oder als ja sogar satanisch oder teuflisch deklariert, damit man sie verbieten kann. Man muss denen irgendwas andichten. Beim Mohn, aus dem Opium gewonnen wird, Opium ist eins der ältesten Heilmittel der Menschheit, macht eben auch abhängig, ja, im Unterschied zum Alkohol. Aber kann man von Opium abhängig werden, sein Leben lang, ohne krank zu werden davon? Sie können auch Heroin konsumieren, wenn das sauber ist und die Spritze und das Zeug kommt aus der Apotheke, können Sie 100 Jahre alt werden. Das Heroin selbst ist nicht schädlich für die Organe. Schön. Da ist jedes Aspirin gefährlicher. Schön. Beim Opium ist es ähnlich. Ja. Opium ist aber ein starkes Suchtmittel und deshalb hat man es verboten. Und diese erste internationale Opiumkonferenz, die da irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts tagte, die hat dann wenige Jahre später dann auch zu einem Verbot von Hanf, von Cannabis geführt. Das ging in den 20er Jahren, 30er Jahren in den USA los. Und ich habe damals, also vor 20 Jahren, 93, ein Buch rausgebracht, Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, in dem beschrieben wird, warum jetzt auf einmal eine Pflanze wie Hanf, die im Vergleich zum Opium und auch zum Coca, also Kokain, Heroin, absolut harmlos ist. Es ist auch eine Droge, deshalb ist sie nicht völlig harmlos, aber im Vergleich mit den anderen ist sie ungefährlich. Ja. Warum verbietet man denn auf einmal in den USA den Hanf? Ja. Das hatte damit zu tun, dass man 15 Jahre vorher in den USA den Alkohol verboten hatte. Schön. Das hat dann dazu geführt, was hat es geführt? Es hat nicht dazu geführt, dass jetzt weniger getrunken wurde. Nicht. Es wurde ungefähr genauso viel getrunken wie vorher, nur eben illegal, in sogenannten Speakeasies. Allein in New York gab es 1927 32.000 Speakeasies, also illegale Kneipen. Ja? Und der Stoff, der Alkohol musste ja auch irgendwo herkommen. Jetzt waren keine legalen Destillen oder Brauereien mehr dafür zuständig, sondern wer? Die Mafia. Kleine Gruppen von Kriminellen jüdischer, italienischer, irischer Abstammung sind so innerhalb von 10 Jahren zu milliardenschweren Konzernen geworden. Und dass die Prohibition dann aufgehoben wurde, Ende der 20er, Anfang der 30er in den USA, das hatte weniger jetzt mit dem Effekt zu tun auf die Gesundheit der Bevölkerung, sondern damit, wenn sie das noch 10 Jahre weitergemacht hätten, hätte die Mafia die Staatsgewalt übernommen. Ja? So, deshalb hat man die Prohibition aufgehoben. Dann waren aber auf einmal so 8.000 bis 10.000 Beamte, die bis dahin zuständig waren für die Verfolgung und überall diese Kneipen auszuheben, den Schmuggel und so weiter. Also, ja, was machen wir jetzt mit denen? Wir brauchen was Neues. Ja. Und dann kam Cannabis, dann kam Hanf. Ja. Gleichzeitig hat man zur selben Zeit entdeckt, dass man das Hanf, was ja eine uralte Nutzpflanze ist für Papier, für Textilien und so weiter, neue Erntemaschinen haben einen sensationellen Sprung sozusagen in der Verwertung der Hanfpflanzen gemacht. Und man hat davon geträumt, dass man demnächst mit Hanf nicht nur die gesamte Textilindustrie, die erste Levi's Jeans war ja aus Hanf, beglücken kann. Das ist jetzt mittlerweile Baumwolle, was wir hier tragen. Okay. Kann ich das auch rauchen? Nee, Baumwolle kann man nicht rauchen. Man kann alles rauchen, aber es schmeckt nicht und es ist ungesund. Also würdest du es nicht empfehlen? Ich würde es nicht empfehlen. Nicht, ja, Baumwolle rauchen? Ja, Hanf wurde dann auch als Industrierohstoff wahnsinnig interessant. Henry Ford hat ein Auto vorgestellt damals. Das hieß das Auto, das vom Acker wächst. In unserem Buch haben wir ein Bild davon drin.
Die Karosserie war aus Hanffasern und war stabiler als jeder Kunststoff. Und das Auto fuhr mit Hanföl. Und es ist aber über 3 bis 4 Prototypen nie hinausgekommen. Warum? Weil 37 der Hanfanbau in den USA verboten wurde. Und zwar jede Art von Hanf, nicht nur den, den man raucht und der sozusagen zu medizinischen oder zu recreational use, wie es dort heißt, gebraucht wird. Spaß. Zum Spaß oder zum Vergnügen oder zum Genuss, sondern auch der industrielle Hanf, den man für Autokarossen, Hosen, Hemden, Papier und so weiter benutzt. Den man gar nicht rauchen kann eigentlich. Den man säckeweise rauchen müsste, um irgendwas davon zu verspüren. Ja. Ja. Und so kam diese Hanfprohibition. 37 wurde das Gesetz in den USA. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Aber ganz kurz nochmal, vor der Hanfprohibition, welche gab es irgendwie Bevölkerungsgruppen, die das vielleicht geraucht haben, wo die Mächtigen dann gesagt haben, das so... Stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt noch. Es gab natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen. Hanf hatte hier auch bei uns früher in Europa den Beinamen das Kraut der Armen. Wer sich gar nichts mehr leisten konnte, der hat sich zumindest Hanf leisten können. Und so ähnlich haben auch die Armen in den USA damals, und wer war das? Das war vor allen Dingen die schwarze Bevölkerung, Cannabis, Hanf konsumiert. Alkohol war ihnen zu teuer. Dann setzt eben diese berühmte Reefer-Madness-Phase in den USA ein. Reefer ist eben der Hanf-Joint. Und wir haben es noch hier in unserer Sprache, auch in Hamburg haben wir die Reeperbahn, das ist Reeper. Ja, was hat man da gemacht? Auf diesen Strecken, wie dieser Reeperbahn, hat man früher die Hanfseile gedreht. Ja, daher kommt dieses Wort. Und in der Seefahrt, deshalb auch so Städte wie Hamburg, die am Meer liegen, haben eben eine starke sozusagen Gebrauch für Hanf gehabt. Die ganzen Uniformen der Matrosen waren aus Hanf, die Seile, die Segel und so weiter. In den USA war dann natürlich die Hanfverfolgung auch eine sozusagen aus repressiv-rassistischen Gründen von bestimmten Bevölkerungskreisen. Der Harry Anslinger, das war damals der erste Drogenzar, nennt man die heute, die Oberdrogenverfolger. Ja. Harry Anslinger hat es vor allen Dingen auf schwarze Jazzmusiker abgesehen. Die waren ja besonders gefährlich, wie wir wissen. Ne? Die waren gefährlich und es gibt ein irrsinniges Papier, das zitieren wir auch in dem Hanfbuch, das irgend so ein Sachbearbeiter da aus seinem Büro gemacht hat damals, was sagt, ja, das ist, wir müssen den Musikern irgendwie dieses Cannabis verbieten, weil dadurch, dass die Cannabis rauchen, machen die eine ganz andere Musik, die bringen viel mehr Noten in einem Takt unter, als man das normalerweise tut und deshalb ist diese Musik so ansteckend, also alles das, was wir heute als Rock'n'Roll, Soul, also als die moderne Musik, die aus dem Blues kommt und aus diesen Traditionen. Das waren diese Leute und Harry Anslinger, der Drogenzar, wollte denen das verbieten, weil die Musik war diabolisch. Ist das ein bisschen das Ding, dass die von oben dann dachten, so, oder wenn die aber ganz schön kreativ mit, also die kommen dann auf dumme Gedanken und so weiter, oder beziehungsweise die machen sich überhaupt Gedanken. Ich meine, das merkt man ja, ich habe es ja auch mal probiert. Du hast ja dann auch so ein, also gerade wenn du kiffst, so ein bisschen... Du überlegst viel, kommst auf andere Gedanken, du fühlst anders. Liegt es vielleicht auch daran? Also das hatte. Dass die Leute nicht. Die sollen mal arbeiten gehen, die sollen hier nicht kiffen. So, genau. Ich meine, dass man sozusagen den Alkohol verboten hat, war wirkungslos. Man hat dann irgendwann schnell gemerkt, nicht nur die Mafia wird steinreich und übernimmt dann hier den gesamten Staat, sondern es bringt auch gar nichts. Die Leute wollen einfach Alkohol trinken, sprich jeder Mensch, gerade wenn er arbeitet und irgendeinen Bürojob oder Fließbandjob oder was auch immer macht, der hat ja irgendwann mal Feierabend und will sich entspannen, will sich zurücklehnen und so weiter. Aber darum wurde doch das Fernsehen erfunden. Dafür wurde dann eher das Fernsehen erfunden und das macht... Als Grasersatz. Als Ersatz für, ja, und Fernsehen ist ja nur wirklich die Droge, würde ich sagen, die am dümmsten macht von allen. Ja. Man sagt ja immer Hanf, ja, wer zu viel kifft, wird doof. Das würde ich auch teilweise unterschreiben, beziehungsweise ich würde dazu sagen, ja, der war wahrscheinlich schon vorher ein bisschen dumm und wird dann ganz dumm. Aber Fernsehen ist nur wirklich eine Droge und es ist ja auch, es gibt ja Leute, die sind süchtig. Also stell dir vor, wir schalten mal morgen für, sagen wir, 2 Wochen sämtliche Fernseher ab.
da gäbe es ja Selbstmorde, die Leute würden aus dem Fenster, die wissen ja gar nicht mehr, was sie tun sollen. Ins Internet gehen. Ja, das wäre jetzt auch noch abgeschaltet. YouTube gucken und so. YouTube wäre dann auch noch abgeschaltet. Stell dir das mal vor, man könnte sich nicht mehr berieseln lassen aus der Glotze, egal von welchem Kanal. Ja. Da muss ich kiffen. Da, wahrscheinlich. Ich will damit sagen, dieser Drang oder Hang des Menschen und auch im Übrigen von Tieren, es gibt auch Tiere, mögen auch Alkohol, Tiere mögen auch Cannabis, dieser Drang, der ist sozusagen was Natürliches, dass man sich entspannen will, dass man sich zurücklehnen will, dass man gute Laune haben will, in Anführungsstrichen. Und deswegen wären Substanzen eben wie Alkohol in kleinen Mengen, der ist total okay, macht gute Laune und so. Und Cannabis eben massenhaft genossen. Ja. Wenn du nach Hause kommst, willst du dich irgendwie deinen verspannten Körper, der jetzt irgendwie den ganzen Tag robotet hat, den willst du mal so ein bisschen locker machen. Und dafür sind diese Substanzen geeignet. Und deshalb werden sie benutzt. Und deshalb helfen auch strafrechtliche Vorschriften nichts. Und wir wissen ja jetzt, was die Kifferei angeht, dass wir in Holland, wo seit 25 Jahren Cannabis legal ist, wo man es im Coffeeshop kaufen kann, dass dort weniger Jugendliche und Kinder, die müssen wir ja vor allem schützen. Das Ganze ist, worüber wir hier reden, eine Sache für Erwachsene. Ja? Oh. Also Kinder abschalten jetzt. Jetzt abschalten. Solange ihr noch klein seid, Finger weg. Ja? Das gilt für Alkohol, das gilt für Tabak, das gilt für alles. Ja? So, okay. Solange der Körper nicht ausgewachsen ist, gilt das für alles. Und der Gesundheitsschutz oder auch der Jugendschutz und der Verbraucherschutz, der ja sinnvoll ist, wofür wir ja auch so einen Staat vielleicht brauchen, dass er das tut, der hätte dafür zu sorgen. Aber er sorgt nicht dafür. Was Cannabis betrifft, wissen wir mit dem Strafrecht, wo wir hier heute die Leute verurteilen und sogar in den Knast stecken, da bringen wir die Jugendlichen nicht dazu, weniger zu kiffen. In Holland, wo es legal ist, wird weniger gekifft. In USA und in den Ländern, wo die Repression noch stärker ist als hier, wird je stärker die Repression ist, desto größere Probleme haben wir. Deshalb, du sollst keine Fremdwörter benutzen. Wir sind jung und naiv. Repression? Repression, Unterdrückung, Verfolgung. Ja. Je stärker die Unterdrückung und Verfolgung bestimmter Sachen ist, umso stärker werden sie konsumiert, merkwürdigerweise. Umso mehr, wir reden hier immer, es gibt ein Drogenproblem. Ja, es gibt ein Drogenproblem. Es gibt Leute, die haben Probleme mit Drogen. Ja. So. Die gibt es und die wird es auch immer geben. Die saufen zu viel, die kiffen zu viel, die koksen zu viel. Ne? So, diese Leute gibt es ohne Frage. Ja? Und für die müssen wir auch die Problemdrogennehmer sozusagen, für die müssen wir was tun. Da muss es anständige Kurse geben, da muss es Entziehung, Rehabilitation und geben. Davon gibt es auch viel zu wenig. Ja? Du kommst erst in so eine Reha-Anstalt, wenn du schon auf ein Zahnfleisch gehst sozusagen. Und, aber das ist doch wahrscheinlich viel zu teuer. Also im Vergleich zu der Strafverfolgung heute ist das, was du gerade aufzählt, ist wahrscheinlich viel zu teuer. Darum machen wir das doch nicht. Muss da wahrscheinlich gute Gründe geben, warum wir das nicht machen. Nee, es ist überhaupt nicht so teuer. Warum? Das Geld, es geht hier insgesamt, wenn wir mal den Weltmaßstab nehmen, es geht, der illegale Drogenmarkt weltweit beläuft sich auf 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 500 Milliarden. Nicht Millionen, Milliarden. Milliarden. Und wo landet diese Kohle? Die landet eben nicht beim Staat, die landet nicht beim Gesundheitsamt, die landet nicht bei Institutionen, die sich eben um Gesundheitspolitik kümmern, die landen bei Warlords, bei Mafiosis, bei organisierten Kriminellen. Die versteuern die nicht? Die versteuern die überhaupt nicht. Oh. Und in dem Moment, wo wir Drogen legalisieren und wo wir sagen, okay, wir kriegen das mit dem Strafrecht nicht in den Griff. Wir machen eine legale und zwar kontrollierte gegen Ausweis, dass du nicht als 14-Jähriger dir da alles Mögliche einkaufen kannst. Nee, du zeigst deinen Ausweis. Bist du 18, kannst du dir Cannabis kaufen und zwar zum Betrag X. Und davon können, so wie bei den Zigaretten und bei den legalen Drogen, auch eine ganze Menge Steuern sein. Das heißt, der Staat nimmt Milliarden ein damit. Wir haben jetzt ja gerade die ersten beiden Staaten der Welt, die Cannabis legalisiert haben. Die sind in den USA. Das ist Colorado und das ist der Washington State. Uruguay. Uruguay beginnt jetzt. Ja, so. In den beiden US-Bundesstaaten, das sind aber auch Staaten, das ist ja eine Federal Republic, ist es legal, laut Volksabstimmung im letzten Jahr. So, die Kollegen dort haben ausgerechnet, was an Milliarden in ihren Staatssäckel kommt und haben in meinen Augen bahnbrechend gutes Gesetz gemacht. Sie haben nämlich gesagt, okay, in Washington, Staat Washington, da ist Seattle, da ist die ganze Computerindustrie, die ganzen Nerds, die kiffen wie die Haubitzen. Ja, also wir haben da großen Umsatz. Wir nehmen so und so viel Milliarden pro Jahr ein an Steuern.
was passiert mit diesen Steuern? Und das haben sie in diesem Gesetz festgelegt. Und da steht jetzt, dieses Gesetz wird genommen für Drogenerziehung, dass wir eine vernünftige Erziehung in den Schulen und so weiter hinkriegen. Nicht mit dem Zeigefinger, oh, alles gefährlich, lass nur die Finger weg. So wie Sexualerziehung? Wurde ja auch mal unterdrückt und nie drüber gesprochen. Und dass man da jetzt vernünftig drüber redet. Und zwar und nicht nur mit dem warnenden Zeigefinger und mit der Dämonisierung und dem, das macht die Jugendlichen da gerade scharf, wissen wir ja, was ja, verboten ist. Das ist interessant. In dem Gesetz ist vorgeschrieben, für Gesundheitserziehung, für Rehabilitation, also sprich für die Probleme, die dann die Süchtigen kriegen, für Aufklärung und so weiter, müssen diese Steuern verwendet werden, die wir einnehmen. Und dadurch reduzieren wir eben das Problem, das mit Drogen entsteht, bei, sagen wir mal, 5-10% der Bevölkerung. Die können damit nicht umgehen, die werden damit davon süchtig und so weiter. Das heißt, dass diese Steuern, die wir durch den Verkauf einnehmen, das bezahlt quasi das, was wir dann gegen die Bekämpfung der ganzen Sachen machen. Ja, wir gucken doch mal. Und heutzutage ist es ja so, wir nehmen ja nichts ein, sondern bekämpfen das nur und das ist und so teuer. Mit Milliarden, was das kostet. Ne? Der, keine Ahnung, sag's mir. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr 250.000 Strafverfahren wegen Hanf gehabt. 250.000? Ja, krass. Davon werden irgendwie 80.000 oder 90.000 eingestellt, weil es um eine geringe Menge geht. Ja, ein 2 Gramm Gras irgendwo in der Tasche. Aber geringe Menge ist 2 Gramm? Naja, nach Bundesland verschieden. Ja, aber wir sind in Berlin? Wir sind in Berlin, da sind es glaube ich 6 oder so. Ja. Ich bin aber auch nicht da richtig genau gut informiert. Müsste man nochmal recherchieren. Also das ist Bundes... Das ist immer so 5 Gramm lieber 5 in der Tasche. 5 Gramm rum in der Tasche haben, dann kriegt man kein Strafverfahren. Okay. Aber... Hast du schon mehr gekifft? Nee. Der Polizist schreibt ja eine Anzeige. Der ist eine Stunde beschäftigt. Ja, das landet beim Staatsanwalt. Also die Justiz ist beschäftigt. Das kostet ja alles ein Heidengeld. Aber vielleicht sind die ja froh, dass sie den Scheiß machen, um sich um die wirklichen Dinge gar nicht zu kümmern. Genau, sie sollten sich... Ich würde die lieber sozusagen diese Polizisten, die jetzt sinnlos Prozesse oder Ermittlungen anstellen wegen Drogen... die, wie wir es eben gesagt haben, nicht der Gesundheits- und Sozialpolitik eigentlich dienen, wie überhaupt nichts helfen, sondern nur Schaden machen, dass diese Polizisten zum Beispiel für Wirtschaftskriminalität eingesetzt werden, dass man da mal guckt, wie sind denn hier mit unseren ganzen hier Uli Hoeneß Steuerhinterziehung? Ich habe neulich nicht so schlimm. Die Zahl, naja, nicht so schlimm, es sind auch Millionen, die dem Staat flöten gehen, neulich gelesen, gerade vor ein paar Tagen. Ein Steuerprüfer, der eingestellt wird neu vom Staat, der bringt pro Jahr 1 Million ein. Ja. Und der kostet irgendwie 80.000 oder so. Ne? Also, Schnäppchen. Schnäppchen. Eigentlich müssten wir 100 von denen einstellen, die mehr kontrollieren, damit die Leute, die wirklich sehr viel Geld verdienen, auch korrekt ihre Steuern abführen. Ja, das wollen wir anscheinend nicht. Das wollen wir offensichtlich nicht und lassen stattdessen lieber die Polizei jeden dritten Tag im Görlitzer Park eine Razzia veranstalten, da so ein paar Schwarze festnehmen, die jeder ein Tütchen Gras, da steht dann in der BZ immer nur Rauschgift, Rauschgift, Rauschgift. Ja, was ist denn das für ein Rauschgift? Ja, es ist Cannabis, ja. Es ist Hanf, das da verkauft. Ja. Apropos Girlie, da soll irgendwie ein Coffeeshop jetzt entstehen. Erzähl uns mal darüber was. Ich weiß darüber auch nur, was ich in der Zeitung gelesen habe, dass die neue Bürgermeisterin von Kreuzberg, der Franz Schulz ist ja abgetreten, hat jetzt eine Nachfolgerin. Eine Grüne. Dass die sagt, wir kriegen das nicht anders in den Griff als mit dem Coffeeshop dort. Ja. Aber wie soll das gehen? Ist ja verboten. Das ist mir eben auch noch ein Rätsel. Man muss sich aber... Es gibt doch Bundesgesetze. Und, es gibt Bundesgesetze. Es gibt Bundesgesetze, aber insofern sehe ich auch jetzt nicht eine große Chance, dass sie mit dem Vorschlag durchkommt. Aber ich finde den Vorschlag trotzdem richtig, weil ich wohne da direkt am Girlie seit 30 Jahren. Ich kenne den aus der Hosentasche und ist ein gutes Gras. Kann sagen, ich kaufe da kein Gras, aber ich sehe die Jungs, die das da verkaufen. Und ich sehe auch, dass die Polizei dann wieder mal eine Razzia veranstaltet und ein paar von den Jungs hops nimmt. Und dann gehe ich am nächsten Tag wieder durch den Park und morgens um 9 stehen sie schon wieder da. Das sind vielleicht dann andere, aber wir kriegen es nicht in den Griff. Für die Touristen, die jetzt hier, junge Leute, die nach Berlin kommen, oh geil, abfeiern, Berghain, bla bla, ist es natürlich total cool, 24/7 rund um die Uhr irgendwo hingehen zu können und sagen, ey, hier, hast du mal für ein 20er ein bisschen Gras. Na klar. So, und das sagt jetzt die Bürgermeisterin, wenn wir es mit der Polizei nicht in den Griff kriegen, ja, dann lass uns doch da 3 Buden aufstellen. Das Problem wird sein, stell dir das jetzt mal vor, im Görlitzer, die setzt sich damit wirklich durch. Mal Bundesgesetze und alles mal einen Moment vergessen. Hypothetisch. Hypothetisch.
das würde ja, da wäre ja der Görlitzer Park, der würde ja überlaufen sozusagen. Die kämen ja aus Bayern und aus ganz Deutschland hierher gefahren, weil das ja der einzige Platz wäre. Dann käme sofort das Argument wieder, was in Holland auch immer kommt, Drogentourismus. Ja, wir können das nicht machen, weil da gibt es ja einen Drogentourismus. Die Holländer haben ja jetzt eingeführt, zumindest hinter der Grenze, dass wenn du da im Coffeeshop einkaufen willst, musst du deinen Ausweis vorzeigen. Wenn du Germane bist, Deutscher, no way. Ja, nur für die Einheimischen. Warum? Weil die Deutschen ihnen Druck gemacht haben, sagen, hier, ihr müsst da was tun und so, die ganzen Jugendlichen fahren zu euch rüber und kaufen da ihr Gras und so. Das würde im Görlitzer Park natürlich auch passieren und das könnte ein Problem geben. Aber nur so lange, wie man das in Bayern und in NRW und in den anderen Bundesländern nicht auch macht und sagt, okay, wir machen in jeder Stadt ein paar Abgabestellen auf. Die dürfen keine Werbung machen. Das ist ganz, 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 ganz entscheidender Punkt. Wenn wir Drogen legal verkaufen, dann dürfen wir die natürlich nicht dem freien Markt überlassen. Wir dürfen sie nicht Philip Morris, Marlboro oder den großen Tabakkonzernen, die dann mit Plakaten hier das geilste Gras bei uns oder so. Nein. Das machen die Tabak, habe ich jetzt gerade gelesen, die Tabakkonzerne gehen jetzt in Lateinamerika, besonders Uruguay, wo es jetzt legalisiert wird, um als so als Testing Ground für ihre neuen Aktivitäten. So, genau, und da brauchen wir sozusagen den Staat. Ich bin nicht unbedingt ein Staatsfreund in jeder Hinsicht, aber da brauchen wir ihn wirklich und sagen, okay, wir geben diese Substanzen legal ab, anders geht es nicht, und zwar an Erwachsene. Ja, es gibt auch einen Verbraucherschutz, in dem kontrolliert wird, was ist in den Tütchen drin. Da hatten wir vor ein paar Jahren in Leipzig, war das Cannabis mit Blei vergiftet, haben sich Leute schwer gesundheitlich geschädigt durch. Ja? Also, wir geben es ab an Erwachsene. Wir nehmen damit Steuern ein, die für Prävention und Gesundheitsschutz eingesetzt werden müssen, nicht für irgendwelchen anderen Scheiß. Und wir sorgen dafür, dass keinerlei Werbemaßnahmen stattfinden dafür, dass du keine riesen Leuchtreklame machst an dein Dings, dass du keine Anzeigen schalten darfst, sondern also, es muss diskret laufen. Keine Anzeigen vor der Tagesschau. Ich meine, das gibt es auch mal, die ganzen alten Medikamentendachen, das sind auch Drogen. Guck doch mal, das Absurde ist doch, wir hier diese Drogenbeauftragte da, die jammert immer rum, ja, die Jugendlichen und bla bla. Folge 26, Jugendnaiv. So, jetzt hast du, sagen wir mal, einen kleinen Sohn, der ist 12 oder 10. Der ist 5. In ein paar Jahren ist er 10 und Fußballfan. Und der guckt gerne Fußball. Ja. Du kannst überhaupt kein Fußballspiel im Fernsehen gucken ohne Drogenwerbung. Da kommt Bitburger, Kümmerling, was weiß ich, den ganzen Alk, den kriegst du sozusagen mit rein ins Hirn. Mit Bayern, mit Dortmund, mit dem Ganzen. Der Alkohol gehört dazu, ganz normal. Also diese Bigotterie, dass wir einerseits jemanden verfolgen, der irgendwie sich ein bisschen Gras besorgt und andererseits unseren Kindern, die sportbegeistert sind, was dann irgendwie die Drogenwerbung mit reindrücken, das ist pervers. Und deshalb muss auch diese Art von Werbung in meinen Augen, da finde ich vielleicht ein bisschen rigide, verboten werden. Wir haben es für Tabak verboten, du darfst nicht mehr für Tabak werben oder nur noch in Ausnahmefällen, für Alkohol. Die Plakate und so laufen ja trotzdem noch. Laufen trotzdem weiter, könnte man auch weglassen, braucht es nicht. Ja? Wer rauchen will, der findet seinen Tabak und gut ist. Und wer trinken will, findet seinen Alkohol und gut ist. Aber neue Kunden rekurrieren aus den jungen, hey, hier geil und Dingsbums und hier diese Drinks, diese Shots, dass man eben... Taurin, oder was? Nee, das ist ja okay, das ist halt so ein Red Bull Energy Drink. Nee, aber diese Shots, wo irgendeine Limo mit irgendwie Wodka gemischt, dann eben auch schon für 14-Jährige... Alkopops, genau, die meine ich, ja. Die waren gut. Da haben sie, ja, aber dafür die Werbung, die mögen ja gut sein, oder dir, du bist ja auch erwachsen, aber nicht für 14-Jährige. Und dafür soll es verdammt nochmal keine Werbung geben, weil die Stoffe sind nicht ungefährlich. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn wir die illegalen Drogen legal machen. Heroin und Kokain kommen aus der Apotheke, das war mal Arzneimittel. Und da gehören sie auch wieder hin. Gras nicht? Cannabis war auch ein Arzneimittel und medizinisches Gras, was sozusagen für medizinische Verwendung, Hanfblüten für medizinische Verwendung, sollten auch wieder zurück in die Apotheke. So wie Kamillenblüten oder Lindenblüten oder was immer du dir da holst in der Apotheke an Heilkräutern. Was das Genussmittel angeht, wie gesagt, Coffeeshops mit einer Alterskontrolle, mit einer Qualitätskontrolle und einem Werbeverbot. Punkt. Damit hätten wir die Sache im Griff und erledigt. Wir kommen gerade kurz zur Medizin. Ich habe noch zwei Punkte. Medizin, das beste Beispiel für eigentlich das Pro-Argument schlechthin war für mich immer bei multiple Sklerosenkranken. Kannst du kurz erklären, wie das wirkt bei denen? Ja, Hanf als Medizin ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Hanf oder Cannabis? Cannabis ist der
botanische Ausdruck, wie wir es in Deutschland sagen, Hanf. Und als ich damals das Buch mit Jack Herer gemacht habe, Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, in dem großes Medizinkapitel drin steht, riefen mich Ärzte an und sagen: Herr Brückers, Sie haben da, ich habe hier Patienten in meiner Praxis, die wollen jetzt von mir Hanf. Sie haben da geschrieben und ich habe einen Doktor in Medizin und einen Doktor in Pharmakologie. Ich habe ja da noch nie ein Sterbenswort von gehört. Ah. Ich habe gesagt, ja, das ist Ihr Problem. Wir haben tatsächlich es geschafft, eine der ältesten und wertvollsten Heilpflanzen der Menschheit, die seit über 2000 Jahren in chinesischen Medizinbüchern schon erwähnt sind, zu verbannen aus dem Wissen und aus den Köpfen und auch aus den Arzneibüchern und aus dem Medizinstudium und so weiter. So, und das ist der große Verdienst von unserem Buch damals, dass 3-4 Jahre später das dann geändert wurde. Warum? Man hat gesehen, es gibt MS, hast du angesprochen, kaum ein besseres Mittel mit geringeren Nebenwirkungen, was Krämpfe löst. MS ist eine Krampfangelegenheit, ja, das sind Nervenkrämpfe. Und Cannabis, das wissen wir aus der Geschichte. Schon wieder zu viel gekifft? Ja, nee, ich rauche zu viel Tabak. Wissen wir aus der Geschichte, Cannabis ist einfach ein perfektes krampflösendes Mittel. Das gilt nicht nur für Multiple Sklerose, das gilt für alles, was mit Krämpfen einhergeht. Ja? Lieben ja auch Soldaten. Soldaten, ja. Egal. Aber Multiple Sklerose, aber eben auch, und das ist längst nicht das einzige, Übelkeit bei Chemotherapie. Viele Krebspatienten, die diese Chemobehandlung machen, haben ja das riesige Problem, abgesehen davon, dass die nur in manchen Fällen überhaupt wirksam ist gegen den Krebs, aber das ist eine tierische Übelkeit, dass die oft eine Woche lang schlecht ist. Ja, du könntest kotzen, hast aber gar nichts zum Kotzen, du hast Hunger, willst aber gar nichts essen und so weiter. Diese Übelkeit, die wird durch Cannabis auf eine schon sagenhafte Weise gelindert. Die Leute nehmen eine winzige Dosis, die gar nicht berauschend ist, und haben auf einmal wieder Appetit. Lester Greenspun, das ist der Harvard-Mediziner, der da ein großartiges Buch gemacht hat, Marihuana, die verbotene Medizin, hatte einen Sohn, der an Krebs litt und mit 14 da schon Chemo und so ein Zeug. Und seine Mutter, die Frau des Harvard-Professors für Medizin, hat ihm heimlich vom Schulhof irgendwie Gras besorgt, weil sie davon gehört hatte, sich aber gar nicht getraut, ihr Mann, der ja der große Medizinprofessor, davon zu erzählen, hat dem Sohn dann vor einer Chemo bisschen Gras gegeben und hinterher, wo es ihm sonst immer eine Woche kotzübel war, sagt der Mama, komm, wir gehen zum McDonald's, ich will einen Hamburger. Ja. Und dann hat sie es ihrem Mann erzählt. Und dann hat Lester Greenspun von einem Tag auf den anderen umgeswitcht und hat seine gesamte Forschung dem gewidmet. Und dass wir Hanf heute wieder als Medizin zugelassen haben und so weiter, hat sehr viel damit zu tun, dass solche hochmögenden Harvard Medicine School Professoren sich auf einmal daran, weil er am eigenen Leibe oder an dem seines Sohnes erfahren hat, was für eine segensreiche Wirkung das Zeug hat. Und wir haben heute hier immer noch große Probleme. Es gibt Patienten, die das brauchen, weil sie spasmische Krämpfe haben, weil sie MS haben oder andere Störungen. Die können sich das jetzt verschreiben lassen vom Arzt. Das heißt dann medizinisch hier Dronabinol, der Wirkstoff. Und da kostet so ein Fläschchen 120 Euro. Die wenigsten Kassen bezahlen das. Wenn du nicht privat versichert bist, hast du ein Problem, dann musst du selbst bezahlen. 120 Euro für so ein Fläschchen. Dasselbe kriegst du, wenn du... Girly billiger, ne? Für einen 20er oder für einen 10er, ja, so. Dann gehen die Patienten her und sagen, sorry, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann mir die 120 für so ein Fläschchen, für meine Medizin, die ich brauche, ich bin schwer krank, nicht leisten. Sagt der Richter, nö. Der Patient will das sich selbst im Garten anbauen. Ich meine, in seinem Blumenkasten auf dem Balkon, 3-4 Samen rein, bisschen Wasser drauf, ja. Kannst du dir deine Medizin selbst, aber kostet nichts, ja. Quasi, ja? Ja, aber wir sind ein Pharmaland, die Pharmabranche hätte was dagegen, wo kämen wir dahin, wenn die Leute sich ihre Medizin selber anbauen, ja. Wo kämen wir dahin? Da kann doch keine Einnahmen generieren, Kann die Wirtschaft nicht wachsen und deshalb sollen die Patienten gefälligst leiden. Natürlich. Zahlen. Oder sollen sich privat versichern, damit sie auch ihr Dronabinol-Fläschchen zu dem Mondpreis von 120 Euro selber bezahlen. Oder bezahlt bekommen, dass sie das für quasi null oder für 3 Euro auf ihrem Balkon, indem sie 3 Körner reinstecken in den Blumenkasten und dann ein bisschen gießen schön den Sommer über und dann so im Herbst das ernten, ja. Dass sie da Medizin für ein ganzes Jahr für sich haben, ja. Zu null Kosten.
Ja, das will offenbar unser Gesetzgeber nicht. Das ist Natur und die müssen wir verbieten, weil wir die Pharmaindustrie fördern müssen. Zum Abschluss würde mich mal interessieren, vielleicht kennst du dich da besser aus. Ich meine, wir sind in Berlin. Berlin, da sind nicht nur Kiffer, da ist eine Menge andere Drogen, gerade in den Clubs. Wie erklärst du dir das, dass die Bullen, also die Polizei, nicht jedes Wochenende alle Clubs hops nimmt und da die Drogen rausholt? Weil das ist, wäre praktisch ihre Aufgabe. Ja gut, das wäre einerseits ihre Aufgabe, andererseits, wir haben zwar viel Polizei, aber so viel haben wir auch nicht. Die kommt ja nicht hinterher. Ja, aber die könnte ja stichprobenartig Razzien machen. Stichprobenartig könnten sie Razzien machen. Jede Woche im Berghain, da würden sie bestimmt eine Menge finden. So, da würden sie eine Menge finden. Mit was für einem Ergebnis? Mit einem Ergebnis, was quasi auch gleich null ist. Okay, es muss auch im Berghain 3-4 Dealer geben, die richtig was in der Tasche haben und die das den Leuten verticken. Wenn sie die erwischen, okay, aber bevor die Razzia da richtig stattfindet, hat der Dealer sein Zeug weggeschmissen und alle anderen sind ja nur Konsumenten, nur in Anführung. Das heißt, die haben vielleicht noch eine kleine Pille oder irgendwie zwei Joints hier oben drin. Ansonsten, ja, was willst du mit denen machen? Du kannst nicht die ganze Clubszene in Berlin in Knast stecken. Ich setze mich dafür... Das wäre mal was. Ich setze mich dafür ein und das ist zum Teil zumindest schon mal erlaubt gewesen in der Schweiz für Drug-Checking. Das heißt, dass in den Clubs und bei den großen Raves und bei den Partys Verbraucherschutz gemacht wird. Was heißt das? Wir wissen, die Leute nehmen da was. Ja? Und zwar, ich habe unlängst gesprochen mit dem Notfallmediziner von der Fusion, der da seit 15 Jahren oder 12 Jahren die Notfallmedizin macht mit zwei Dutzend Ärzten und Medizinstudenten. Und der hat uns eine Statistik gezeigt. Es sind vor zwei Jahren, war die, glaube ich, 2011, 3.500 Leute während der Fusion, die dauert ja knapp eine Woche und da sind, was weiß ich, 50.000, 3.500 Leute in die Notfallärztezentrale da in die Zelte eingeliefert worden. Und sie haben mit Einverständnis der Patienten Blut genommen und haben gecheckt, was haben die Leute denn genommen. Und von den 3.500 war kein einziger, der nur eine Substanz genommen hatte. Keiner. Keiner von 3.500. Also Alkohol, Cannabis, Amphetamin, Ecstasy, Koks. Das gute Zeug. So, was sagt uns das? Das sagt uns zum einen, auf solchen Veranstaltungen werden massenweise Drogen genommen, aber die Leute, und das wäre dann jetzt ein Fall für eine vernünftige Drogenerziehung, die in den Schulen anzufangen hat, pfeifen sich wahllos irgendwas ein, Hauptsache Pille, ja, so, ohne über die Wirkung Bescheid zu wissen, ohne auch über bestimmte sozusagen Gegenreaktionen, wenn man das eine genommen hat, soll man das andere möglichst nicht nehmen und so weiter, keine Ahnung. Ja, viele, die Ärzte dann fragen, ey, was hast du denn? Ja, ich weiß nicht, war so eine Pille. Ja, also eine völlig unaufgeklärte und unwissende Konsumform, die da stattfindet. Und zum Zweiten, du kaufst dann illegal irgendwo was, ja, weil es ist ja nicht legal. So, ja, und pfeifst es ein, du weißt nicht, was es ist. Und deshalb gab es in der Schweiz... Ob es gute Qualität ist und so. Checking, ja, da kannst du hier bitte, untersucht mal. Ich will hier 10 Pillen von dem Zeug kaufen für meine Kumpels hier. Wir wollen mal eine schöne Party machen. Guck mal, ob das wirklich Ecstasy ist. Weil reines Ecstasy, ja, MDMA, wenn es wirklich clean ist, ist okay. Da hat der David Nutt, der britische Drogenbeauftragte, vor 3 Jahren eine Studie gemacht über die Gefährlichkeit von Substanzen. Und hat dann in seiner Pressekonferenz, da könnte sich hier unsere Drogenbeauftragte mal 3 Scheiben abschneiden. Ja, wir haben also alles untersucht und MDMA ist ein Amphetamin, und aber in Maßen genossen ist es ungefährlich. Viel gefährlicher für Teenager ist das Reiten. Wir haben jedes Jahr 40 Todesfälle durch Ponyreiten, aber nur 4 durch MDMA. So, hat der Drogenbeauftragte des United Kingdom erzählt. 2 Tage später haben sie ihn rausgeschmissen. Du darfst nicht über die Gefährlichkeit und über die Relationen der Gefährlichkeit sachlich nüchtern reden. Du musst dämonisieren. Ich habe gelernt von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, dass es gibt 70.000 irgendwie Alkoholtote in Deutschland jährlich, 50.000 Nikotintote und alle anderen Drogen, da sterben 916 Menschen letztes Jahr dran. Und von den 916, da sind noch, also wir haben jedes Jahr auch 80 Paracetamol-Tote, also dieses normale Schmerzmittel, was du überall kaufen kannst. Wir haben Tote durch Aspirin, die dann alle gehen, tot umfallen, weil sie ein paar Aspirin einpfeifen. Also und, das ist die Relation der Gefährlichkeit,
sind in keiner Weise sozusagen wissenschaftlich rational, wie wir damit umgehen. Und wenn so einer wie der britische Drogenbeauftragte das mal macht, wird er 2 Tage später rausgeschmissen. Ist verboten, hier rational und vernünftig über die Gefährlichkeit und über die unterschiedlichen Gefährlichkeiten unterschiedlich zu reden. Du musst sagen, nein, das ist alles super gefährlich und lass die Finger weg, ihr lieben Kleinen. Ja, aber vor der Sportschau zeige ich Ihnen Kümmerling und Bitburger und so und macht sich schon mit 12 irgendwie, gewöhnlich sich schon an den Alk. Das ist das Kuriose, dass die gefährlichsten, also einfach nur nachweislich gefährlichsten, einfach nur von der Todeszahl, die sind legal und... Ja, der hat mal eine vorherige Drogenbeauftragte, die war genauso, wie nenne ich... Geplant. Verpeilt und verplant wie die jetzige. Die hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, naja, ist ja auch ein Unterschied zwischen Alkohol und Haschisch. Alkohol wird getrunken, um in Stimmung zu kommen, während es den Kiffern auf den Rausch ankommt. Ja. Also Rausch ist schlimm. Ja, so ein bisschen in Stimmung kommen mit ein bisschen Schnaps und ein bisschen Wein und ein bisschen Alkohol. Ja, das ist hier eine Kultur. Ja, aber Cannabis, zwei Züge aus dem Joint nehmen, nein, das ist Rausch und gefährlich und dann endet man in der Gosse. Ja. Absurd, aber so wird es gemacht. Und was ist das Ergebnis, wenn ich als Jugendlicher, als Kind so eine Drogenerziehung genieße? Oder, und dann komme ich mal irgendwo in eine Situation, wo dann so ein paar Leute einen Joint rauchen. Und ich ziehe da mal dran und merke, ey, das stimmt doch alles gar nicht, was sie mir erzählt haben. Das ist doch scheiße. Das ist doch Bullshit. Ja, also ich muss rational und ehrlich und offen meine Kinder aufklären. Ich habe ja selbst Kinder, ich habe schon Enkelkinder, ich habe es da so gemacht, keiner nimmt Drogen. Ich habe es ihnen aber nicht verboten. Ja. Ich habe sie aufgeklärt darüber, was es ist. Ja. Und solange ich das nicht tue, solange ich so eine bigotte Erziehung da pflege, ja, solange werde ich auch Probleme mit Drogen haben. Und wenn ich die legal vertreibe in Coffeeshops ohne Werbung, wenn ich in den Schulen vernünftige Aufklärung betreibe, dann kann ich auch die 5-10% der Bevölkerung, die Probleme damit haben, weil sie dann zu viel nehmen, sei es Alkohol, sei es was anderes, die kann ich dann vielleicht auch mit erzieherischen Mitteln oder wenn es nicht mehr geht, dann mit Rehabilitationsmaßnahmen, also mit Entziehung und mit anderen Sachen auf den richtigen Weg bringen. Und nur so geht's. Und solange wir so weitermachen wie bisher, wird gar nichts gehen. Und jetzt noch ein Abschluss. Warum? Ja. Warum machen wir diesen Drogenkrieg überhaupt, wenn wir wissen, er funktioniert nicht? Wir dämmen ja den Drogenkonsum nicht ein. Ja, vielleicht haben wir dann immer einen Grund, irgendwo zu intervenieren und zu sagen, Kolumbien, oh, komm, wir gehen da mal rein. So, naja, und das spielt schon da eine Rolle. Der Drogenkrieg sorgt dafür, dass aus einem einfachen Produkt, wie sagen wir mal Coca, was so, wenn ich Kokain draus mache aus den Coca-Blättern vor Ort, kostet das Kilo ungefähr 1000 Euro. Ja, so. Und bis es dann hier oder in New York oder in London im Straßenverkauf zigfach gestreckt. Was Millionen? 100.000. 100.000. Ja, so, jetzt mal Pi mal Daumen. Ja. Es gibt kein anderes Produkt auf der Welt, was so eine Handelsspanne hat. Ich stelle was für 1.000 her und verkaufe es für 100.000. Hey, hallo. So. Da muss ich auch jetzt rein. Das ist ein guter Geschäftstrip. Guter Geschäftstrip. So, genau. Ich habe ja das Buch Die Drogenlüge gemacht vor 2-3 Jahren und habe da diese ganze Ökonomie mal aufgedröselt. Ja? Gezeigt, wo kommt das? Warum ist es so? Ja. Das ist natürlich nur so, weil Kokain oder Heroin verboten sind. Wenn die in der Apotheke wären, kostet es 1.000 Euro in der Herstellung. Ja gut, dann kostet in der Apotheke 7.000, sagen wir mal jetzt so. Ja? Also billiges Arzneimittel, billig. Kilo, wir sind beim Kilo. Aber wird auch nur 10.000 im Verkauf gehostet, also ein Zehntel. Also so, wenn ich noch ein paar Steuern drauf nehme, vielleicht ein 15. Ja. Oder? Immer noch super billig. Super günstig in der Apotheke. Ja? So. Warum wird das dann jetzt weiter gemacht? Warum machen wir das? Weil wir unsere illegalen Kriege damit finanzieren. Ah, das ist super. Die Bundeswehr ist seit 10 Jahren jetzt in Afghanistan. Ja. Ja? Was macht denn die Bundeswehr da? Ja, sie bekämpft den Terror. Okay, unsere Freiheit muss am Hindukusch verteidigt werden. Oh. Du mit deinen leeren Worten immer. Ja. Was macht die Bundeswehr in Afghanistan? Sie bewacht im Moment, die größte Opiumproduktion und Heroinherstellung aller Zeiten. In Afghanistan werden 80-90% des Weltheroins hergestellt. Der Rohstoff ist Opium, das wird dort angebaut und die Bundeswehr bewacht es. Ja, warum denn das?
Die erntet nicht etwa die Felder ab, die macht nicht etwa die Heroinfabriken zu oder bringt die Schmuggler in den Knast. Nein, sie darf nicht eingreifen. Warum? Na, damit die Wirtschaft gestärkt wird in Afghanistan. Die Warlords. Die Warlords, genau. Unsere Kombattanten da, mit denen wir diesen sogenannten Krieg gegen den Terror führen, die werden von diesem Geld bezahlt. Weil unser Parlament hier sagen, hier, du sollst da solche Taliban bezahlen, ja, solche Wickelmützen da mit einer Kalaschnikow. Da würde ja, nee, das geht ja gar nicht. Ja, wir brauchen die aber zum Krieg führen und deshalb wird das Drogengeschäft verwendet und zwar nicht erst seit Afghanistan, es war in Vietnam schon genauso. Es ist in allen Kriegen in den letzten 50 Jahren, wo immer die US-Armee in Stiefel reinsetzt, geht das Drogengeschäft los. Ja, warum? Weil die Kombattanten dort, die Leute vor Ort damit bezahlen muss. Deshalb gibt es das säkulare Werk von Professor Alfred McCoy, die CIA und das Heroin, wo er zeigt, dass die CIA seit 40 Jahren diesen Heroinhandel nicht selber durchführt, sondern durchführen lässt von ihren Mafia-Partnern und damit eben diese Kriege finanziert. Und deshalb, ich bin zu keinem anderen Schluss gekommen, warum machen wir eine völlig destruktive und sozusagen nach hinten losgehende Politik wie die Prohibition, warum machen wir die permanent weiter? Ja, das habe ich jetzt gerade gelernt, weil der Drogenkrieg den Krieg finanziert. Genau, deshalb müssen wir an diese Thematiken ran und sagen, Leute, wir müssen aufhören, diese Kriege zu führen, dann wird auch der Krieg gegen Drogen unnötig. Legalisieren, dann gibt es auch weniger Kriege, weil die teuer sind. Genau, weil die Profite dann auf einmal wegfallen. Wenn ich hier für den Bauern in Afghanistan ändert sich nichts, den lasse ich ja weiter sein Opium anbauen und zahle ihm $50 fürs Kilo. Ja. Aber dazwischen, ja, dann kommt das Zeug, wird daraus Heroin gemacht, dann ist es hier in der Apotheke. Ja. So, aber es wird kein Produkt, was dann 100.000 Euro am Ende kostet und wo sich die organisierte Kriminalität goldene Nasen mit verdient und wo ich dann eben die Kriege mit finanziere. Und ich glaube, dass wir die Prohibition nicht abschaffen, das hat mit diesem Hintergrund der Kriege zu tun, die ja nicht legal sind. Es wird immer gesagt, ja, gegen den Terror. Jeder, der mal ein bisschen dahin guckt, weiß, das ist doch Bullshit. Ja. Haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Habt ihr schon wahrscheinlich gehabt, das Thema. In Afghanistan geht es eben um eine Pipeline, die da gebaut wird und so weiter. Müssen wir nicht. Kommen wir zum Abschluss. Drogen müssen legalisiert werden. Drogen müssen in Coffeeshops oder Abgabestellen kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden. Es muss ein Werbeverbot dafür geben. Steuerung. Und eine Besteuerung. Und diese Steuern, die eingenommen werden, müssen für Drogenerziehung und Prävention eingesetzt werden. Punkt. Dankeschön.